Hallo liebe Fußballfans, der Fanshop Düsselin-Lüttringhausen bietet euch die gesamte Palette der lizenzierten Fußball-Fanartikel, speziell der Bundesliga-Vereine im direkten Umfeld, inklusive Bayern München und der Nationalmannschaft. Wir freuen uns auf euren Besuch, gerne auch in Wuppertal-Ronsdorf oder im Internet. Ich habe bei mir Timo Meyer, der in der neuen Saison Trainer des Hastner TVs wird in der Kreisliga beim Fußball. Timo, einerseits Kollege von uns bei RS1 TV, Physiotherapeut für die meisten Top-Mannschaften in allen möglichen Sportarten in Remscheid. Wieso machst du jetzt den Trainer beim Hastner TV? Ja, im Grunde genommen war es Nachfrage der Mannschaft. Ich kenne die Mannschaft, habe in der C- und B-Jugend schon 3 Jahre mit den Jungs zusammengearbeitet. Die sind auch grundsätzlich so zusammengeblieben. Ja, die haben mich darum gebeten, da in den letzten Jahren so ein bisschen Chaos da im Traineramt war. Und ja, ich habe das immer mitverfolgt und habe auch die physiotherapeutisch betreut in den letzten Jahren. Und da habe ich die Aufgabe jetzt gerne übernommen. Hast du eigentlich die Zeit dafür? Ja klar, also jeder andere Trainer, weiß ich nicht, Ingmar Putz beim FC Remscheid hat auch einen Job nebenbei und kommt abends dann zum FC Remscheid, trainiert, ist am Wochenende da. Genauso ist halt mein Job, als Physiotherapeut meine Praxis zu leiten und noch einen ein oder anderen Verein abends zu betreuen. Aber dafür habe ich auch ein paar Angestellte, die das machen. Also ich mache das genauso als Hobby neben meinem Job wie andere Trainer auch. Es war ja eine schwierige Saison für Hasten, am Ende der Abstieg aus der Bezirksliga. Neuaufbau in der Kreisliga, wie ist deine persönliche Zielsetzung mit der Mannschaft in der neuen Saison? Ja, erstmal sehe ich es gar nicht so als Neuaufbau. Wir haben den Kern der Mannschaft gehalten, das heißt 14 Spieler bleiben uns erhalten. Ich denke, wenn wir einen besseren Saisonstart letztes Jahr gehabt hätten und nicht so viele Mannschaften abgestiegen wären, wäre da auch sicherlich was möglich gewesen. Dementsprechend ist die Zielsetzung für nächstes Jahr natürlich auch wieder oben mitzuspielen. Dass wir jetzt sagen wollen, wir wollen aufsteigen, ist schwierig, weil nächste Saison die Kreisliga eine sehr breite Liga wird. Da kann viel passieren, da jetzt wirklich direkt von Aufstieg offensiv zu sprechen, ist schwierig. Wir gucken einfach mal, wie wir in die Saison starten und machen dann das Klassische, was heutzutage ja jeder macht, von Spiel zu Spiel zu denken und gucken dann einfach, was bei rauskommt. Kannst du uns schon was über Neuzugänge erzählen? Ja, wir haben dadurch, dass der Gerard Franchosia als Co-Trainer bei mir ist, der Türkücü die letzten Jahre trainiert hat, 3 Spieler reaktivieren können. Das ist der Fidan Nalbani, der auch schon Oberliga-Erfahrung beim Wuppertaler SV hat. Der Markus Gard und der Suat Asemi, die werden wieder zu uns stoßen. Die haben sich jetzt im Grunde genommen mal 1 Jahr ausgeruht. Im Tor wird uns der bis jetzt 2. Torwart von Ayildiz verstärken, das ist der Robin Dowald. Und definitiv würden noch der Eray Attes von der SG Hackenberg zu uns kommen und der Dustin Köhler, der hat letztes Jahr ein überragendes Jahr in der A-Jugend beim VfB Marathon gespielt, hat da fast 40 Tore geschossen. Insofern haben wir uns in der Breite da nochmal gut verstärken können. Dankeschön, Timo, für dieses Gespräch und toi 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 für deinen neuen Trainerjob beim Hasner TV.